Der Schlüssel zum Erfolg. Fahrzeugübergabe. 28 Audi gehen an die Fußballspieler des AC Mailand. Die Stärke einer Mannschaft besteht ja oft in ihrer Flexibilität und Vielfältigkeit. Dieses Jahr haben wir eigentlich die gesamte Palette, die wir dem AC Mailand übergeben, vom A3 für die ganz jungen Spieler bis hin zum brandneuen RS4. Wir haben sehr viele A6 Biturbo dabei, S6, S8. Also wir können dem AC Mailand, was die Produktpalette angeht, einiges bieten. Magnifico, bellissimo, fantastico. Der brasilianische Fußballstar Robinho formuliert das anders. Vorsprung durch Technik. Audi trifft auf den AC Mailand auf der Highspeed-Strecke im Königlichen Park von Monza. Ein Spiel auf hohem gleichwertigem Niveau und eine Premiere. Noch nie gingen zwei Gewinner vom Platz. Also super, also Audi sowieso fährt sich überragend. Das ist sportlich, aber auch Komfort. Die Autos sind einfach schnell und schön. Bequem, sicher. Bequem und sicher am Limit. Nach wenig Theorie gibt es viel Praxis. Wir machen ja auch noch ein bisschen Driving-Experience und dann kommt so ein bisschen das Jugendliche und Kindliche raus. Und ich denke, das ist ein toller Anlass für uns beide. Und wir genießen das und bereiten das auch immer sehr gut vor. Kevin Prinz Boateng testet den R8 Spider. Bojan Krkić versucht sich im punktgenauen Bremsen. Audi-Werksfahrer Dindo Capello im R8 führt die AC Mailand-Polonaise über den Kurs. Man ist sich nicht nur auf der Strecke einig. Seit 7 Jahren läuft die Kooperation zwischen uns beiden hervorragend und das läuft noch mindestens bis 30. Juni 2014. Abpfiff nach Verlängerung. Ein interessantes Aufeinandertreffen geht zu Ende. Wiederholung keinesfalls ausgeschlossen.